Eigentlich, ich brauche das Kram. Ich wollte eigentlich, habe gedacht, dass ich etwas zum Selenium-Testing auf Source Labs machen würde, aber dafür habe ich nicht die Zeit gehabt, das vorzubereiten. Aber ich habe mir ein neues Buch gekauft. Das Python Cookbook, dritte Auflage. Ausgabe. Das ist die zweite Ausgabe, ne? Kann man den Unterschied feststellen? Nicht wirklich. Der ist etwa 900 Seiten lang, dies ist 700 Seiten lang. So, der Titel sagt aber alles aus, was dabei ist, dass es geht eigentlich ausschließlich um Python 3. Und das finde ich schon einen guten Grund, jetzt so ein bisschen die Bibliothek zu aktualisieren. Denn zunehmend ab Python 3.3 werden es Sachen geben, die es für Python 2 nicht mehr gibt. Und dann wird man ihn nicht kennen. Basis für das Cookbook ist eigentlich die Active State Website, hat aber viele Sachen drauf, die man auch auf der Stack Overflow Seite findet. Und die Idee ursprünglich, und die war super umgesetzt, war, Leute haben ein Problem gelöst, haben es online gestellt, es gab Diskussionen dazu und ein paar nette Leute, kluge Leute haben die Sachen essentiert, zusammengefasst und ein riesen Buch draus gemacht mit Einleitungen, Organisationen nach verschiedenen Themen, die sehr anschaulich das Arbeiten in Python gezeigt haben. Fand ich persönlich als jemand, der nicht aus der Programmierer-Ecke kommt, sehr hilfreich, um so den tieferen Sinn von Python zu verstehen. Und hatte ich die erste Ausgabe, dann hatte ich die zweite Ausgabe der Python 2.3 und 2.4 beinhaltet und habe mich gefreut, dass ich das irgendwie zufällig gelesen habe, dass es dann auch eine dritte Ausgabe gibt. Die allerdings dann von die zweite Ausgabe ist von Alex Martelli, Anna Martelli und David Asher. Die dritte Ausgabe ist von David Beasley. Das bedeutet, das hat einen leicht anderen Stil. Ich finde es die Diskussion etwas weniger offen behandelt, aber eigentlich genauso viele Themen. Spart einige Seiten natürlich, weil er keine Abwärtskompatibilität erklären muss, wie man etwas, zum Beispiel Properties in älteren Versionen von Python oder so macht. So, warum dieses Buch oder warum soll man dieses Buch kaufen? Für mich ist das gesagt sehr hilfreich, sowas parat zu haben, wo ich mich in ein Thema hineinlesen kann, das ich wahrscheinlich sonst nicht kennengelernt habe oder habe ich ein Wort auf einer Konferenz oder einem Lightning Talk gehört, ja, das interessiert mich, was ist das? Dann kann ich darüber lesen, in einer Art und Weise, die mir ein praktisches, kurzes Beispiel gibt, wie damit umzugehen hat. Das ist, finde ich, für mich sehr wichtig und das ist etwas, das ich eigentlich nicht so gut online machen kann, weil ich brauche mich in Systeme hineinzulesen. Das heißt, ich will nicht sofort einen Code-Schnipsel haben, das ich umsetzen kann, ich will einfach das Thema verstehen. Und da sind ein paar Sachen in Python in den letzten 5 oder 6 Jahren hinzugekommen, die ich denke, wo man ein bisschen diese Abstraktion braucht, ein bisschen Zeit hineinzuführen. Und ich brauche immer wieder daran zu erinnern, dass so schlau bin ich nicht, ich kenne nicht alles. Es gibt immer wieder neue Sachen, die man noch lernen muss. Python entwickelt sich langsam, aber weiter und bekommt immer wieder neue Sachen, teilweise in Bibliotheken, teilweise in der Sprache selbst. Also wie man geht man mit Generatoren um, wie macht man Threading, welche neue Module es gibt und wie neugierig bin ich. Will ich nur eine Aufgabe lösen oder will ich mich da einlesen, kann ich das woanders benutzen. Und ich habe es nicht lange, ich habe es gerade, glaube ich, 2 Wochen, deswegen bin ich nicht alles durch. Es wiederholt sich eine Teile von dem alten Buch, aber hat auch neue Themen drin. Der Schwerpunkt hat sich natürlich auch in den letzten 10 Jahren, ich glaube, das ist dann etwa 10 Jahre alt, verlagert. Ja, dann wäre ich dazu. Wenn jemand möchte, ich kann es noch empfehlen, also eigentlich kann jemand gleich reingucken, aber jemand auch kann das zweite Ausgabe, alles natürlich auf Englisch mitnehmen. Voraussetzung ist, dass
beim nächsten Mal ein Lightning Talk zu irgendetwas zu machen. Gibt es dazu Fragen?